Wieso gehen Sie nicht nach Mazedonien? Ja, in Mazedonien ist keine für mich Chancen mehr zu überleben. Das ist Konflikt mit den Gesetzen. Ich habe keine einfach Recht zum Sozialhilfe bekommen. Ich brauche auch etwas Medikamente weiterzunehmen für meine Gesundheit. Das ist das Problem. Wenn ich bin gesund, wenn alle sagen, ist deine Gesundheit ist in Ordnung, komm nicht mehr zurück, kriegt nicht deine Krankheit. Ich sofort verlasse die Schweiz, ich gehe nach Mazedonien. Bilentyajov hat Krebs und noch einige Probleme mehr. Wie bewahrt man Haltung in einer ausweglosen Situation? Darum geht es in diesem Film. Wir befinden uns in Aarwangen im Kanton Bern. Mitten im Dorf und doch ganz für sich allein steht das Durchgangszentrum, das vorübergehende Zuhause von 200 Menschen aus über 20 Nationen. Für gut 30 von ihnen ist der Traum von einer Zukunft in der Schweiz geplatzt. Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Aber sie können aus verschiedenen Gründen nicht ausgeschafft werden. So wie Bilentyajov aus Mazedonien, der wegen seiner Krankheit bleiben darf, aber nur noch Nothilfe erhält, das heisst 8 Franken pro Tag, also 56 Franken pro Woche. Gleichwohl bleibt der Schweiz-Fan. Man sagt, wenn man dem Schweizer ein wenig Zeit lässt und mit ihm warm wird, dann wird er weich und schmilzt wie Schokolade. Schweiz hat mir viel geholfen. Mit medizinischen Besorgen, mit humanitärischen Besorgen, mit alles. Ich habe ein Dach, wo bekommen von der Immigration. Und die haben eine Sozialhilfe. Wir kriegen hier wöchentlich 56 Franken. Das ist reich. Das ist reich? Person. Ja klar, das ist ein Reichgeld. Die Schweizer muss zum Arbeiten für dieses Geld und selber besorgen. Wir Asylanten oder Illegale kommen alle gratis von Immigration. Eine humanitarische, gratis Hilfe. Auch Ibrahims Asylgesuch wurde abgelehnt. Auch er müsste gehen. Aber auch er bleibt. Sometimes I ask myself, why I born in the Morocco, really? Manchmal frage ich mich, wieso ich in Marokko geboren wurde. Jeden Tag denke ich, wenn ich nicht in Marokko, sondern in Europa zur Welt gekommen wäre, hätte ich wohl eine Chance im Leben. Ibrahim sagt, er sei 32 und vor 4 Jahren in die Schweiz gekommen. Er hätte längst wieder ausreisen müssen. Aber Marokko nimmt nur Landsleute zurück, welche die Schweiz freiwillig verlassen. Ibrahim geht jedoch nicht freiwillig. Darum kann ihn die Schweiz nicht ausschaffen. Hier sind Familien untergebracht, Frauen, die alleine mit ihren Kindern unterwegs sind. Und dort ist die Küche. Kommen Sie nur. Hier sehen Sie es. Die Küche ist ab 7 Uhr morgens offen und wird nachts um 23:30 geschlossen. Das ist ein Freund von mir. Er redet sehr gut Englisch. Ein sehr netter Mann aus dem Sudan. Im Moment macht er gerade Brot. Natürlich gibt es hier manchmal Probleme. So viele verschiedene Religionen und Charaktere. Wie auch immer, hier hat es für jeden einen Schrank, in dem er seine Sachen einschließen kann.
ist Cover. Von Color Cover. Cover. Ibrahim hat sich mit dem Ghanaer Hassan angefreundet, der ebenfalls Nothilfe bezieht und trotzdem bleibt. Hier, im einstigen Heim für schwer erziehbare Knaben, das zu einem Durchgangszentrum für Asylsuchende umfunktioniert wurde. Wieso gehen die beiden nicht einfach wieder nach Hause, frage ich mich. Ist das Leben hier besser als in Ihrem Heimatland? In your home country, the situation here now. You know what you can say is better, like me when I was. Sagen wir es so: Hier habe ich meine Freiheit. Man lässt mich in Ruhe. Ich habe zu essen und ein Bett. Without any problem. At my country, I will suffer before I have. In Ghana muss ich leiden, bevor ich etwas zu essen bekomme. Hier ist das nicht so. Hier gibt man mir das Nötigste. Ich muss nicht leiden, um etwas in den Magen zu bekommen. Das ist der Unterschied. Ja, ich fühle mich hier auch sicher. Hier habe ich nicht viel, aber es ist immer noch besser als in meinem Land. Das Durchgangszentrum Arwangen. Unter dem Strich offenbar ein Fortschritt für diese Menschen. Trotz allem. Was haben Sie für eine Perspektive in einem Land, in dem Sie sich illegal aufhalten? Ich weiß es auch nicht. Es ist sehr hart. Ich hoffe einfach. Ich hoffe, dass die Schweiz vielleicht eines Tages die Regeln für die Einwanderung ändert. Während Ibrahim weiter versucht, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, scheint Hassan die Zuversicht langsam abhanden zu kommen. Mein Anwalt hat Rekurs eingelegt gegen den negativen Asylentscheid. Aber ich hatte keine Chance. Und wenn ich keine Chance habe, ist es wohl besser, wenn ich die Schweiz verlasse. Ich kann nicht einfach illegal hierbleiben. Sie können schon. Als Illegaler darf ich nicht mal das Durchgangszentrum verlassen. Wenn ich rausgehe und von der Polizei kontrolliert werde, bekomme ich Probleme. Das will ich nicht. Darum denke ich, dass es besser ist, wenn ich gehe. Natürlich ist es nicht gut für mich, nach Ghana zurückzukehren. Aber was soll ich machen? Ich weiß keine Lösung. Die einzige Lösung ist, wenn ich die Schweiz verlasse. Das ist besser für mich. Guten Tag. Ja, ich schaue ein bisschen die Sache und so. Ja, danke. Das Durchgangszentrum Arwangen wird von der Heilsarmee betrieben. Sie stattet jeden Neuankömmling gratis mit einer Garnitur von Kleidern aus, die gespendet wurden. Damit nicht gehamstert wird, kosten zusätzliche Stücke. Wenn ich wollte zu sparen für meines Essengeld, ich muss von hier einkaufen. Das ist billiger und passt neu. Das ist sehr gut für mich. Das kostet nicht, vielleicht einen Frank. Und Schuhe auch, schöne Schuhe, einen Frank. Das ist für mich normal. Die anderen Länder gibt nicht so etwas wie hier. Die anderen Länder vielleicht gibt, aber muss mehr Geld zu kaufen. Aber hier ist das alle humanitärische wie gratis bekommen für uns illegale oder Asylanten. Wer muss das akzeptieren, muss das kaufen. Hallo, mein Einkauf ist fertig. Diese schöne Jacke. Was kostet diese Jacke bitte? Diese Jacke 1 Franken. Ein Franken?
Danke auch. Ade. Er sei Herr Li aus China, sagt dieser Mann. Sein Asylgesuch wurde ebenfalls abgelehnt. Er müsste also gehen. Bleibt aber. Seit nunmehr 11 Jahren. Vorgeessen hier. Lass mich hier vorgeessen. Zusammen mit einem Afghanen versucht er, das Durchgangszentrum sauber zu halten. Eine Sisyphus-Arbeit. Ist es diese Putzen fertig und oben diese andere die Sachen? Lass mich hier. Schauen denn die Eltern nicht? Nein. Die Eltern der Kinder? Ja, Kinder, diese verstehen neue Leute, kommen hier, nicht verstehen. Und dann immer hier Schmutzi machen. Diese Abfahrer oder Straße lassen. So. Hier im Zentrum jeden Tag muss putzen. Herr Li stört sich allerdings nicht nur am grassierenden Littering, sondern auch an nächtlichen Lärmemissionen. Achtung. Schweiz, normal, 10 Uhr muss neu. Ne? Abend 10 Uhr muss neu gehen schlafen. Hier abend 2 Uhr, 3 Uhr muss ich holen, boom, boom, boom. Eine Person Problem. Viele Leute, Schweizer Leute denken, alles Leute. Ja, alles Problem. Alles Leute Problem. Hallo. Ibrahim und Hassan haben sich im Durchgangszentrum einen Ruf als Maler erarbeitet. Sie gelten als motiviert, zuverlässig und genau. Darum dürfen sie ab und zu ein Zimmer streichen. In diesem Fall eine Küche. Es tut mir gut, etwas zu tun zu haben. Wenn ich jede Woche etwas machen darf, geht es mir besser. Ich weiß, wie man das macht. Ich habe in Marokko auch so gearbeitet. Sie können sich noch so viel Mühe geben, Ihr Engagement ändert nichts an der Ausweglosigkeit Ihrer Situation. Aber die Zeit geht ein bisschen schneller vorbei. Immerhin. Ich übersetze auch für die Leute hier. Und ich schneide ihnen die Haare. Ich bin ein professioneller Coiffeur. Du stimmst mir doch zu, Hassan, oder? Ich habe hier 3 Jobs. Als Nothilfebezüger haben sie 8 Franken pro Tag zu gut. Mit solchen Arbeiten können sie sich etwas dazu verdienen. 30 Franken pro Woche in Form von Essensgutscheinen für die Migro. Solche Essensgutscheine bekommt auch Herr Li für sein tägliches Putzen rund ums Zentrum. Die meisten dieser Gutscheine spart er jedoch. Für schlechtere Zeiten. Essen Sie immer chinesisch? Ja. Manchmal auch kaufen diese Fisch. Abend. Fisch? Ja, Fisch. Abend ein bisschen gut essen. Tag, Lunte oder so. Weil sein Vater politisch aktiv gewesen sei, sei die ganze Familie in China verfolgt worden, sagt Li. Die Schweizer Behörden glaubten das nicht und lehnten sein Asylgesuch ab. Da er seine Papiere verschwinden ließ und sich weigert, sich gegenüber seiner Botschaft zu identifizieren, stellt ihm China kein Ersatzreisedokument aus. Und ohne Reisedokumente kann er nicht ausreisen. Jetzt brauchen alle gehen. Ich brauche Ausweis. Möchte gehen diese alle und dann normal leben, in Schweiz leben. Herr Li floh mit seiner Frau aus China. Kurz nach der Ankunft in der Schweiz gebar sie ihm eine Tochter, die inzwischen 10 Jahre alt ist und in Aarwangen zur Schule geht. Ja, auch die Kinder von Papierlosen haben ein Recht auf Bildung. Herr Li hat dieses Recht indes nicht. Keine Bleibeperspektive bedeutet keine Deutschkurse. Also lernt er allein.
Ich freue mich, Sie können zu lernen. Woher kannst du so gut Deutsch? 时间不早了，我该走了。Es ist schon spät, leider muss ich gehen. Ade. Hallo, Herr Leut, wie geht's? Sehr gut, zu sehen. Ja, wie geht's bei dir? Doch, echt gut. Danke. Habe ich schon gewartet. Ah, ja. Danke vielmals, wo hast du gekommen? Nein, das ist schon gut jetzt. Bisschen ja, ja. Nicht so viel. Ich muss erzählen, ich mache noch eine Kur und das könnte helfen. Gut, danke für Gott. Das ist so. Ja. Habe ich zugemacht? Ja. Ja. Gehen wir. Habe ich schon gelesen, ja. Jajov ist eigentlich katholisch und möchte es auch bleiben. Hallo. Trotzdem empfängt er Woche für Woche Herrn Leut, einen Prediger der Zeugen Jehovas. Bitte schön, Herr Leut. Kommen Sie bitte rein. Zusammen versuchen die beiden, Gottes Wege zu ergründen. Timotei, Kapitel 3. Ja. Wie kann uns die Bibel bei persönlichen Problemen helfen? Ja. Die Bibel zeigt, wie Gott seinen Willen ausführen wird und auf der Erde ideale Verhältnisse schaffen wird. Schön. Dein Reich komme. Ja. Oder dein Wille soll auf der Erde geschehen. Das haben wir mehrmals hier in anderen Übersetzungen gelesen. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch in Arwangen. Dass Jajov Krebs hat, wurde nach dreimonatiger Ausschaffungshaft im Regionalgefängnis Burgdorf festgestellt. Nach der Diagnose wurde die Ausschaffung ausgesetzt. Bis heute. Gefängnisdirektor Marcel Klee zeigt das übliche Prozedere, wenn Leute wie Jajov tatsächlich ausgeschafft werden. Wir tun die Eingewiesenen darauf einweisen, dass wir jetzt aufmachen und in die Zellen hineinkommen. Wir tun uns vergewissern, wo das die eingewiesene Person ist. Die weiss ja, dass wir kommen. Die hat auch bereits packen und hat zum Teil die Zellen aufgeräumt. Und nachher tun wir zusammen mit der Polizei gehen wir die Eingewiesen holen, wenn er nicht bereits schon drinnen ist. Und der ist dann nachher da rein. Das passiert allerdings immer seltener. Die Plätze für Ausschaffungshaft wurden im Regionalgefängnis Burgdorf in den vergangenen Jahren von 32 auf 7 reduziert. Die Nachfrage sei schlicht eingebrochen, heisst es hier. Der kantonale Migrationsdienst bestätigt das. Claudia Ransberger ist Bereichsleiterin Asyl und Rückkehr. Den Einbruch der Nachfrage ihrerseits erklärt sie so. Plätze in der Administrativhaft sind unter anderem reduziert worden aufgrund der Zusammensetzung der Personen, die jetzt in die Schweiz einreisen. Die Entwicklungen haben gezeigt, dass wir immer weniger negative Asylentscheide bekommen zum Vollzug. Und aus diesem Grund haben wir weniger Bedarf an Haftplätzen. Mit anderen Worten, der Fokus liegt nicht mehr auf Ausschaffungen, sondern darauf, Unterkünfte für all die Neuankömmlinge zu organisieren, die bleiben. Auch für diejenigen, die eigentlich gar nicht bleiben dürften, die hier keine Perspektive haben, aber offenbar auch nirgendwo anders. You can come in here, we can see. Kommen Sie, er zeigt uns sein Zimmer. And you can see here just like that, you see, and this family. And in Afghanistan sei es besser gewesen als hier, findet dieser Mann. Seine Familie darf bleiben. Trotzdem ist er mit der Gesamtsituation offenbar eher unzufrieden. Das Hauptproblem ist, dass in diesem Zimmer zwei Familien mit verschiedenen Muttersprachen zusammenleben müssen.
Er sagt, es brauche jetzt endlich eine Lösung. Er sagt, eine andere Familie sei schon nach 2 Monaten weiter transferiert worden. Er wartet jetzt schon seit 4 Monaten. Er versteht nicht, wieso er nicht transferiert wird. Das ist keine Lösung für diese Menschen hier. Sie wünschen sich, dass die Schweiz bald eine andere Lösung für sie findet. Potoplo opreme za seko je dobro delo. Ja, ja, aber da die. Ja. Wir haben alles von der Schweizer Behörde, weißt du. Das stimmt, aber das Schritt für Schritt. Ich meine, wir wollen ja arbeiten, und wir wollen unser Sie Leben besser. Sie kommen für 3 Wochen Flüchtlinge. Ich akzeptiere, dass da gibt Probleme, kriegt und so. Aber kommen hier und sagen, hey, das ist Schweiz nicht gut. Ich bin 3 Wochen hier und keine Wohnung. Aha, das habe ich zwar nie gehört, aber ich... Habe ich gehört hier, ich wohne in diesem Zentrum. Richtig. Also, habe ich gehört das. Ich weiß, sagen, dass es Probleme sind. Ich nicht sagen, ich darf nicht sagen, ich habe Angst. Wenn ich sage, kommt die Problem mit dieser Person. Weißt du? Aber ich ruhe und dann nicht alleine sagen. Die Leute sind nicht reif von diesem Lebens. Aha, okay, ja. Das ist nicht gut, das gibt Gott. Gott schauen, warum ist nicht reich? Du hast du Dach, du hast du Krankenkasse, du hast du alles. Das ist Essen, so. Alles, aber die Leute sagen, ist nicht gut. Warum hast du gekommen hier und ist nicht gut? Die ganze Welt ist nicht gut. Ja. Heute ist kein Paradies, wie wir da gelesen haben. Ist gut. Und dann ist einer plötzlich weg. Mehr dazu am nächsten Sonntag.